Die Welt des Schwimmsports ruft nach neuen Entdeckern. Mit dem Sichtungsschwimmen des Berliner Schwimmverbandes und der Eliteschulen des Sports in Berlin öffnet sich das Tor zu einem endlosen Ozean von Chancen. Sind die jungen Sportler bereit, sich auf diese spannende Reise einzulassen? Ich finde es hier toll und ich finde auch cool, wie ich dann im Wettkampf hier schwimmen kann. Die Grundlagen für eine erfolgreiche Schwimmkarriere werden früh gelegt. Bereits ab der 2. Klasse haben die Kinder die Möglichkeit, an Sichtungslehrgängen in der Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark teilzunehmen. Einzigartig an der Sache ist, dass einmal auch andere Disziplinen getestet werden, je nach Entwicklungsstandard. Also nicht alle immer dasselbe schwimmen müssen. Die kleineren schwimmen kürzere Strecken, die größeren längere Strecken. So messen sich die Schüler nicht nur im Rücken- und Brustschwimmen, sondern auch in technisch anspruchsvollen Stilen wie der Delfinkicks-Bauchlage und dem Gleiten. Hier ist besonders viel Ausdauer und Präzision gefordert. Doch wie läuft es eigentlich aus Sicht der jungen Talente? Bis zu einer bestimmten Linie sollten wir gleiten unter Wasser. Das habe ich geschafft. Das war sehr toll und da habe ich mich gefreut. Nach 5 Stunden intensivem Sichten und den beeindruckenden Leistungen von über 240 Teilnehmern ist es nun an der Zeit, eine Bilanz zu ziehen. Viele, viele schöne, man sagt im Sport, auf dem Wasser rutschende Kinder, Gleitvermögen. Also da ist Rutsch, da ist Wassergefühl da. Und insofern gucke ich da, ja, ich sag mal ganz positiv in die Zukunft. Schließlich haben viele der Profis beim Sichtungsschwimmen selbst ihre ersten großen Schritte gemacht und sind nun zu Vorbildern des Sports geworden. Diese Erfolge erfüllen nicht nur die Eliteschulen des Sports und den Berliner Schwimmverband mit Stolz, sie dienen auch als Inspiration für die nächste Generation von Schwimmern, die selbst zu Entdeckern werden wollen.